Grüß Gott. Grüß Hallo. Gott. Großartig. Also wirklich beeindruckend. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Was können Sie dazu erzählen? Ja, ich kann so viel dazu erzählen, dass es seit 4 Generationen in der Familie ist. Das heißt, der Urgroßvater war Schloss- oder Gutshofverwalter in der Nähe von Straßburg. Und als da das Personal nicht mehr bezahlt werden konnte, was in der Zeit sehr häufig vorkam, hat er das ganze Silber und so an die Leute verteilt, also anstatt Lohn. Und hat zum Schluss gemerkt, dass für ihn nur noch das da war. Und ist aber vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Die haben ihr Silber sehr wahrscheinlich alle schon wieder los. Und er hat seine Vase immer noch, also wir in der Familie. Schön. Dritte Generation. Haben Sie denn eine Vorstellung, wofür man so etwas verwendet hat? Also es hieß, dass das im Eingang dieses Schlosses oder Gutshauses stand. Im Eingang, dass es so teilweise überdacht war. Und dass einer rechts und einer links stand und dass da Blumen drin waren. Genau. Das ist ein dreiteiliges, wenn ich es richtig gesehen habe, Stück mit einem Fuß, einem dreipassigen Fuß, mit diesen Chimären im Grunde genommen, mit diesen Fabelwesen, mit diesen Dreien. Eine sehr massive Arbeit. Darauf kommt eine Deckplatte, sodass man das Ganze wie ein Tischchen verwenden könnte. Und da drauf steht dann diese große Chardiniere. Sie hat auch, wenn man hineinguckt, ein Loch innen, was natürlich Blumentöpfe brauchen. Das ist ein Stück, ich nehme es gleich vorne weg, so aus der Zeit um 1870, 80, 90. Wir haben die Gründerzeit, das heißt große Villen entstehen und Glas ist nicht mehr so teuer, es entstehen Wintergärten, ganz viele große, prächtige Wintergärten. Und auch in den Interieurs, nicht nur in den Wintergärten, sind Palmen sehr beliebt. Und wenn Sie so eine Fächerpalme haben, dann können Sie nicht so irgendein Töpfchen drunter stellen, muss das nach was aussehen. Ja. Das heißt, das ist so ein richtiges Stück Eingangshalle im Schloss oder im Wintergarten mit einer großen Palme, die dann so ein Gegenstück gibt. Es ist eine Fayence, es ist, hier oben ist es beschädigt, das sieht man, es ist ein rotgrundiger Scherben, also wie eine Terrakotta, die dann mit einer gefärbten Zinnglasur, so damit sie deckend ist, sie ist nicht hier weiß, sondern eingefärbt, mit Glasuren verarbeitet ist und die Glasuren, die fließen so ineinander hinein bis hier zum Grün und dann beginnt wieder das Türkis. Also eine ganz aufwendige Geschichte in der Form. Ich habe den Unterteil bereits beschrieben. Oben die Chardiniere mit diesen Löwenköpfen und diesen Girlanden dazwischen in der Form. Sind das alle Elemente, die man so in der Renaissance-Kunst liebt. Und das passt wunderbar zusammen, denn eben die 1870er, 90er Jahre, das hat was mit Neorenaissance zu tun, auch in den Interieurs, da passt das sehr gut. Haben Sie jetzt eine Ahnung, woher das auch kommen könnte? Sie sagen, der Großvater war in der Nähe von Straßburg. Also es soll aus Südfrankreich sein. Mhm. Und zwar habe ich Vergleichsstücke gesehen, wenn man so auf gewisse Seiten schaut, die von einem Clément Massier oder Massieur. Haben Sie recht. Typisch für Massier sind diese Glasuren in der Zeit um 1870 herum. Und gerade dieses Türkis mit diesem Olivbraun in diesen Verlaufseffekten, die sind charakteristisch für diese Manufaktur. Auf den großen Ausstellungen hat er damit sehr große Erfolge gefeiert. Und es ist ja auch wirklich imposant, wenn man sich überlegt, überhaupt so ein großes Stück erstmal zu brennen, zu händeln, die Glasur so perfekt hinzubekommen. Da liegt schon eine gewaltige Meisterschaft dahinter. Und dafür war eben diese Manufaktur sehr bekannt. Es arbeiteten mehrere Generationen, viele Verwandte, also Vater, Sohn, Neffe, arbeiten in der Manufaktur. Und diese Tradition ist Gott sei Dank dann auch bis um 1920 weitergeführt worden. Was ich eben wirklich beeindruckend finde, ist diese Größe, dass das zu schaffen war. Und diese Säulenfüße trifft man immer wieder mal, aber eben in verschiedenen Kombinationen. Es gibt dann mitunter längere Schäfte oder auch mal noch einen Sockel dazwischen. Es gibt Aufsätze, die sind kanneliert. Vielleicht konnte man sich wirklich dann seine Säule auch zusammenstellen. Es gab da eben doch etliche Modelle in dieser Art. Ähnlichen gab es sogar als Brunnen. Aha, ja, sehr interessant.
Heutzutage sind diese Säulen ab und zu im Handel. In ganz verschiedenen Farben. Es gibt sogar ein Rosa. Und also, sie hat ja ein paar Einschränkungen. Ich weiß jetzt nicht, ob noch andere Defekte zu sehen sind. Das ist natürlich schon optisch ein bisschen ins Auge fallend. Ich denke, 800 bis 1000 müsste man so ansetzen. Aber es ist beeindruckend. Sie werden sich im Höchstfall noch eine Palme dazu kaufen und sie hoffentlich behalten. Bauen Wintergarten drumherum. Na, perfekt. Machen Sie das. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.